keine Rentenerhöhung 2021 wegen Corona. Warum es trotzdem im Osten von Deutschland mindestens 0,7% mehr Rente geben wird. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wildeste Spekulationen schießen ja jetzt ins Kraut. Wegen Corona soll es keine Rentenerhöhung 2021 geben. Und alle Rentnerinnen und Rentner sollen ja am liebsten auf ihre Rentenerhöhung verzichten, damit Deutschland auch durch die Wirtschaftskrise kommt. Ob es 2021 eine Rentenerhöhung geben wird, auf Grundlage der Lohnentwicklung im Jahr 2020 im Vergleich zur Lohnentwicklung 2019, können wir heute noch gar nicht sagen. Das wird erst im dritten Quartal 2020 bekannt gegeben werden. Merken Sie schon, hier fährt die Feuerwehr vorbei, also ein ziemlich brandheißes Thema, was wir hier haben. Sollte es keine Rentenerhöhung geben, wird es auch keine Kürzung der Rente geben, denn wir haben die sogenannte Rentengarantie. Das heißt also, es gibt nur eine Nullrunde. Das gilt in diesem Fall nicht für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner. Im § 255a SGB VI steht geschrieben, dass der Rentenwert Ost mindestens im Jahr 2021 um 0,7% steigen muss. Und zwar muss der Rentenwert Ost dann mindestens 97,9% des aktuellen Rentenwertes betragen. Und hinter dem aktuellen Rentenwert verstehen wir ja im Volksmund den Rentenwert West. Wenn sich also der Rentenwert West von aktuell 34,19 € am 1.7.2021 nicht erhöhen sollte, werden die ostdeutschen Rentner dennoch aufgrund dieser von mir genannten Vorschrift eine Rentenerhöhung bekommen. Und zwar geht das ganze Spiel bis in das Jahr 2024. Es ist eine Ungleichbehandlung, die aber ihren Grund in diesem Gesetz hat. Und dieses Gesetz, das gibt es seit dem 17. Juli 2017. Und zwar mit dem sogenannten Rentenüberleitungsabschlussgesetz. Dieses Rentenüberleitungsabschlussgesetz formulierte, dass wir ab dem Jahr 2024, also zum 1.7.2024, einen einheitlichen Rentenwert haben. Ob es zu einer Nullrunde kommen wird, wir wissen es nicht. Ich würde Ihnen allen herzlichst eine Rentenerhöhung gönnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.